Willkommen zurück, Freunde. Wir sind wie immer in der LFM Rookie Series unterwegs. Und auch hier springen wir direkt rein ins Qualifying, beziehungsweise unsere finale Runde läuft jetzt schon. Wir hatten vorher eine 1:42.707 gefahren. Und das wollen wir natürlich ein bisschen verbessern. Was mir natürlich Sorgen macht, ist der Kollege Wissmüller hier vor uns. War doch sehr nah. Ich wollte eigentlich ein bisschen Platz lassen. Aber wir hatten jetzt hier schon wieder ein bisschen Minus im Delta. Und die Kurve war natürlich wieder nicht gut. Da haben wir eigentlich alles weggeschmissen. Also Gedanke, okay, hier könnten wir eigentlich die Runde abbrechen. Aber wir ziehen es halt doch durch. Wir haben nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. War irgendwie ziemlich warm auf der Strecke. 37 Grad Asphalttemperatur. Und das hat man auch allgemein gemerkt. Wir sind aktuell auf dem dritten Platz. Auch der erste Platz war, glaube ich, nur... Ja, wobei der erste war Platz von 9 Zehntel weg. Also, der hat ein gutes Rennen hingelegt, ein gutes Qualifying hingelegt. Hier haben wir wieder ein bisschen was im Delta reingeholt. Ja, komm, Nerali, die hat mal hier relativ gut erwischt, im Gegensatz zum vorherigen. Ja, und auch hier dachte ich jetzt erst, okay, das ist Cut. Aber nee, war kein Cut. Also fahren wir die Runde zu Ende. 1:42 ist eigentlich nicht das, was wir fahren können und wollen. Aber okay, ich meine, hey, passt eigentlich soweit. Und hier hatten wir auch sehr viel Zeit liegen lassen. Also 1:42.4 ist drinne. Und dementsprechend, dabei blieb es dann auch. Wir sind, wie gesagt, 9 Zehntel hinter dem ersten, der zweite, 4 Zehntel dahinter. Und wir können uns mit dem dritten Platz eigentlich relativ zufrieden geben. Im Rennen, wir starten von Platz 3 und vor uns nur der Porsche und der BMW. Weil der BMW auch so ein bisschen langsam macht. Der Porsche ist eigentlich schon vorbei. Wir erwischen eigentlich einen ziemlich guten Start. Wir kommen hier ziemlich nah, können vielleicht sogar direkt attackieren, aber es wird sehr, sehr eng. Es wird extrem eng. Und die Tür ist so weit zu, aber wir haben den Porsche außen, haben natürlich einen kleinen Quersteher, der Porsche kann natürlich an uns vorbeiziehen dadurch. Aber hey, wir sind ohne Kollision durch die erste Kurvenpassage gekommen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. War nicht immer so, war teilweise ein bisschen schwieriger, aber jetzt heißt es halt wieder ein bisschen Kontinenz bewahren, ein wenig entspannt ins Rennen reingrooven, auch wenn wir hier schon mal da die erste Verbremseraktion machen. Aber wir erwischen trotzdem den guten Exit. Also es ist erstaunlich, ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass wir mit dem Audi doch durchaus sehr gute Exits teilweise haben, obwohl wir ja mit der TC2 unterwegs sind. Ich glaube, eben waren wir noch in der TC3. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen eingerufen, ein bisschen ins Rennen finden. Auch hier im Rennen wieder 37 Grad Asphalttemperatur. Wir haben zum Glück keinen Cut bekommen. Nur eine Streckenbegrenzung, keine Zeit gut gemacht. Da war ich sehr glücklich drüber. Hier habe ich dann wieder sehr verkackt. Ich war ein bisschen zu spät auf der Bremse in der Schikane. Und da haben wir auch zum Glück auch keine Warning bekommen direkt. Also das hätte jetzt schon wieder gut anfangen können. Direkt mit zwei Warnings ins Rennen gestartet in der ersten Runde. Ja, das wäre dann schon wieder, ne? Da wäre Meister selbst schon wieder ein bisschen hoch hinaus im Aggressionsranking gestiegen. Aber so, alles gut. Wir haben natürlich hier hinter uns, ich nenne ihn nur Wong, ne? Weil Wanachai Wong ist ein bisschen lang. Ich nenne ihn jetzt nur mal Wong. Und der Wong ist halt nicht sehr weit hinter uns. Auch Jimenez und Hermann sind in Schlagdistanz. Und wie auch hier wieder, es war sehr schwierig. Ein bisschen wieder verbremst. Und dann ist natürlich Wong, der ist da, der ist in Schlagdistanz. Hat ein bisschen höheren Ping, aber hey, an sich geht's. Wir werden halt unter Druck gesetzt von Wong. Der sticht hier rein. Ich lasse natürlich auch die Tür offen, weil ich will keine Kollision verursachen. Das ist, wie gesagt, mein Kryptonit, diese Kurve. Und dementsprechend will ich da jetzt nicht einfach die Tür zuknallen und den Kollegen abschießen. Mehr wäre halt nicht passiert. Vorher hätte ich halt auf die Racing Line gehen sollen. Ich habe aber jetzt nicht damit gerechnet, dass er da aggressiv halt reinläuft. Aber gut, haben wir halt eine Position verloren. Das Rennen ist lang. Wir können dementsprechend aber auch immer wieder die Position gut machen, auch wenn hier zum Beispiel Wong den kleinen
Fehler in der Aquamirali macht und geht hier direkt auf Kampflinie. Geht hier direkt auf Kampflinie, wir sind side by side, wir berühren uns leicht. Ja, klar, es war wirklich nicht viel Platz, keiner hat zurückgesteckt und dann gibt's halt mal die Berührung und dann ziehe ich halt zurück. Wir haben beide jetzt dadurch sehr viel Zeit verloren, Jimenez ist in Angriffsposition, auch hier, er verbremst sich nicht wirklich, aber er hat genau den Dive gemacht, wie ich das Rennen davor und ja, dann kann ich die Tür nicht mehr zuknallen. Er hat halt, wie gesagt, relativ spät gebremst. Er hat dementsprechend, ja, ein bisschen Überschuss gehabt. Aber wir sind auf der Geraden schneller. Guckt euch das an. Wir sind schneller und wir können hier vorbei. Wir können hier vorbei und bei der Bremsen war relativ spät auch. Einfach auch um hier und dann wird er abgeschossen. Dann wird Jimenez abgeschossen von Hermann. Warum auch immer. Unerklärlich. Schade für Jimenez, dass das Rennen so vorbei ist, weil er hat das wirklich sehr fair gelöst. Er hat ein bisschen früher gebremst gehabt und dementsprechend konnte er halt eigentlich hinter uns direkt in die Kurve rein, aber ja, man dachte, nee, nicht mit mir, nicht mit dem BMW. Nein, keine Ahnung, also ich weiß nicht, warum die BMW-Fahrer immer so ein bisschen rüpelig unterwegs sind, auch wenn ich im echten Leben auch BMW fahre, aber hey, so bin ich ja eigentlich nicht. Ja, wir springen mal mitten rein. Wie wir sehen, wir sind immer noch hinter Wong. Er ist unter einer Sekunde nur entfernt. Das ist eigentlich die ganze Zeit so ein Battle. Er macht das gut, wir machen das gut. Wir fahren hier richtig schön, konstant und sauber. Gut, er hat jetzt ein bisschen Zeit liegen lassen. Davor die Runde war eine halbe Sekunde schneller. Wir waren davor die Runde ein bisschen langsamer. Wir sind halt, wie gesagt, dran. Wir wollen halt auch vorbei. Und Wong wollen wir eigentlich auch wie immer schön mit Druck unter Druck in den Fehler zwingen. Allerdings halt, müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht selber den Fehler machen. Aber der Wong, der macht das gut. Der macht das wirklich gut. Der macht das souverän. Der ist da geübt. Ja, der kann mit Drucksituationen umgehen. Also wirklich, muss ich sagen, Hut ab. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Rennen. Bis zu einem gewissen Punkt hat es wirklich extremst Spaß gemacht. Aber ja, den Punkt werden wir auch noch miterleben. Und der tut mir jetzt noch weh, der tut mir jetzt immer noch in der Seele weh. Und oh. Aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Tja, wir haben hier richtig schöne Action mit dem Wong. Wir fahren hier relativ gut. Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, wir kommen beide nicht so gut mit den hohen Temperaturen zurecht. Die Reifen sind relativ warm, vorne rechts, hinten rechts. Die sind ziemlich lang. Hier war er sehr, sehr langsam. Hier war er extremst langsam. Und ja. Im Nachhinein hat er mich auch nochmal angeschrieben und hat die Bewunderung ausgedrückt, dass ich immer eine halbe Sekunde schneller bin in der Schikane als er. Und das merkt man immer wieder hier in der Schikane. Da dachte ich so, komm, wenn wir ein bisschen weiter hin, dann können wir vielleicht mit einem guten Exit dann vorbeiziehen. Aber da haben wir es natürlich verkackt. Da haben wir ein bisschen zu sehr die Schikane genommen. Das Auto hat es ein bisschen ausgehebelt, auch wenn ich jetzt schon ein anderes Setup fahre, was ein bisschen das Auto höher legt und nicht so körperanfällig ist, gerade in der Kurve 5. Da hat es uns ja manchmal schon ein bisschen ausgehebelt, beziehungsweise war es Kurve 6, ne, 5 oder 6. Ja, da fahren wir jetzt ein anderes Setup, dort deutlich angenehmer über die Curbs geht. Und auch nicht wundern mit der hohen TC2. Das hat sich jetzt für mich rausgestellt, dass mit der TC2, mit der sehr hohen TC2, und da ist er jetzt im Kiesbett und wir können vorbeiziehen. Ja, wir können vorbeiziehen. Wir ziehen auch vorbei, aber er bleibt direkt dran. Er bleibt direkt dran. Er gibt da richtig schön Stoff über das Gras. Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, der ist wirklich, also der bleibt da dran und jetzt dive er wieder rein. Jetzt dive er sehr rein. Ich dachte, komm, jetzt kann ich vielleicht mit einem guten Exit, aber er haut mir die Tür vor der Nase zu. Das war auch schon, also Wong. Knallhart reingedeift und knallhart zugeknallt die Tür. Und dann dive ich jetzt. Dann mache ich jetzt den Dive. Und ja, auch hier, er lässt mir eigentlich nicht viel Platz. Wir machen den Kontakt. Wir haben den Kontakt. Einfach mal Wong. Warum macht das Wong? Er hätte mir ruhig ein bisschen Platz lassen können. Ja, jetzt verbremse ich mich dann nochmal und dann ist die Situation eh wieder erstmal gegessen. Aber da weiß ich auch nicht. Also muss man das machen? Muss man das machen? Ja, ich weiß nicht. So, und wir sehen wieder Merlino. Merlino hat wahrscheinlich ein paar Mal zu oft gecuttet und deswegen hat er eine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Das heißt, Merlino ist da vorne raus. Und wir
werden automatisch aufs Podium gehoben. Wir müssen nichts machen, wir werden direkt aufs Podium gehoben. Und dann macht Wong wieder den Fehler, dann macht Wong wieder den Fehler, hat den Querstern, wir setzen uns nach innen. Ja, macht gar nicht viel Platz, ne? Also, Wahnsinn. Jetzt können wir hier vorbeibremsen. Jawohl, das macht man sehr gut in der Schikane, auch wenn wir nicht den allerbesten Exit hatten. Aber Wong sollte jetzt keinerlei Chance haben, eigentlich da reinzukommen, außer er bremst wieder extremst spät. Und wir gehen deswegen nach innen. Er bremst auch ziemlich spät. Aber wir wollten ihm halt nicht die Tür offen lassen. So, deswegen. Wir sind jetzt vorbei. So, jetzt kommen wir jetzt auf die erste Kurve zu. Wir bremsen relativ spät. Dadurch kommen wir ein bisschen ins Rutschen und wir machen den Fehler. Wir kriegen das Auto nicht ganz gefangen und kommen ein bisschen zu weit in die Mitte. Und dann kriegen wir den Treffer von Wong. Das ist unglücklich gelaufen. So, jetzt kommen hier ganz viele Autos. Wir können hier nicht auf die Strecke. Und ja, dementsprechend... Mich hat es schon wieder geärgert. Ich hasse mich selber mittlerweile. Wirklich, ich hasse mich selber. Warum auch immer ich wieder die Fehler mache. So, aber was ist hier los? Was ist hier los? Was macht Alia? Was macht denn Alia hier? Und das war gar nicht Melino. Das war Alia. Der ist hier am Rumgurten mit seinem Ferrari. Der ist hier eine totale Bremse. 3 Minuten noch im Rennen. 5 Sekunden nach vorne. Fast 3 Sekunden nach hinten. Ich glaube, da ist nicht mehr viel drin, ne? Da ist wirklich nicht mehr viel drin, ne? Außer vorne wird noch ein Fehler gemacht von Hermann. Aber hey, da müssen wir halt mit dem 5. Platz vorlieb nehmen. Aber was machen wir denn? Wir hauen da voll in die Bande rein. Sag mal, sind wir denn total bescheuert oder was? Meine Güte, ey. Mensch, Selbsten, ey. Hör doch mal auf, jetzt hier Vollgas zu geben. Ich meine, ist klar, Vollgas geben ist super, aber hör auf, jetzt schon wieder auf letzter Kanone zu fahren. Mensch. Fahr das doch nach Hause. Fahr das nach Hause, Mensch. Es sind nur noch 2 Runden. Es sind nur noch 2 Runden. Wir haben 6 Sekunden Schaden. Ich glaube, da haben wir wieder einen leichten Schaden vorne bekommen, weil wir in die Wand gefahren sind, weil wir so doof sind. Aber hey, komm. Hermann nach vorne. 4,5 Sekunden. Das ist... Lass es. Lass es. Es ist nur noch die Runde und noch eine einzige. Lass es einfach. Ganz schön früh. Na, einfach. Einfach den Stiefel durchfahren. Nach hinten, da passiert nichts mehr, da kann nichts passieren. Vorne sind wir Überrundung, da könnte vielleicht da noch ein bisschen was drin sein, habe ich gedacht. Aber es muss nicht. Nichts erzwingen. Auf gar keinen Fall irgendwas erzwingen. Oh, das ist echt, das ist, wird schon wieder hier wirklich auf letzter Rille gefahren, über die ganzen Curbs. Oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, und jetzt kommt das Auto hier rum, jetzt kommt das Auto hier rum. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Was machen wir denn hier? Und dann fettfingern wir noch. Dann fettfingern wir noch. Und hinten kommt da alles. Hinten kommt da alles. Jetzt können wir erst wieder auf die Strecke. Auf P10. Und wir haben gefettfingert. Guckt auf die Map. Wir fahren in Map 8 von 8. Und wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Die Karre hat kaum noch Leistung. Aber wir merken es nicht. Wir fettfingern da wie blöde. Mensch, ich hasse mich selber dafür, dass ich die Scheiße nicht gesehen habe. Wirklich Wahnsinn, die Karre, man denkt, man fährt jetzt ein Trabi. Da kommt nichts und ich weiß nicht und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Guck mal an. Hier. Man dümpelt jetzt hier rum mit überhaupt keiner Leistung. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin so doof. Ich merke es nicht. Ich merke das einfach nicht. Guck dir das an. Also wir haben 6 Sekunden nach vorne, wir haben 4 Sekunden nach hinten. Ja, P10. Unglücklich gelaufen. Aber hey, es ist nur noch eine Runde. Es ist nur noch eine Runde. 4 nach hinten. 4 nach hinten, formvollendet. Formvollendet, der kommt immer näher. 3,9, 3,8, der kommt angerast. Und ich frage mich, geht mein Auto nicht? Hier, ich bin immer noch im 5. Ich brauche gar nicht im 6. schalten. Ich wusste nicht, was los ist. Ich wusste wirklich nicht, was los ist. So, und vorne schießt sich einer ab. Und ich denke mir, was ist denn jetzt hier? Was ist denn? Was ist denn mit dem Auto? Was ist denn da los? Kann mich kaum noch konzentrieren. Vorne schießt sich Bouguinier ab, oder wie der auch immer heißt. Wir hätten ihn gekriegt, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, dass die Map auf 8 steht. Jetzt merke ich's. Jetzt stelle ich auf 1. Jetzt stelle ich wieder auf volle Leistung. So, wir sind 2,6 Sekunden dahinter. Wir hätten den locker gekriegt. Wir haben vom Vollendet auf 1 Sekunde rankommen lassen.
Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wir hätten P9 haben können. Wir hätten P9 ganz easy haben können. Tja, und was machen wir? Nur Mist. Und dann machen wir jetzt auch noch so einen Scheiß, dass wir hier die Kurve komplett verkacken. Und da war es mir einfach egal. Ich will jetzt nicht noch auf P11. Das ist mir sowas von Rille. Hat mir keine Zeit gebracht. Hat mir wieder nur Zeit gekostet. Dann ziehen wir da halt durch. Und da gibt es keine Warning. Ich will noch mal anmerken, im Gegensatz zum vorherigen Rennen, ne, wir haben ja gelernt, man ist sogar noch auf der Linie, ne? Auch hier wieder der Fehler. Hier wieder der Fehler von Bugininer. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber auch da wieder der Fehler. Wir hätten easy P, sogar jetzt P8. Guck mal, wir sind auf P9 sogar noch vorgekommen. Wir hätten es eigentlich easy auf P8 fahren können. Aber nein. Nein, ich verkack es wieder. Ich hasse mich selber dafür, dass ich immer wieder vermasselt durch diese scheiß Anfängerfehler. Da muss ich meine Wut rauslassen. Freunde. Also, wir sehen uns im nächsten Rennen. Also bis dahin, macht's gut, ciao.